Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Und ja, wir sind hier beim Mystery Place quasi. Das ist ein Ort, wo ich nicht die Herkunft kenne. Also ich weiß nicht, was hier produziert worden ist, etc. Und ja, ihr könnt mit mir zusammen raten in den Kommentaren unten. Schreibt rein, um was es sich handelt. Wenn ihr Bock habt auf eine neue Tour, dann seid wieder dabei. Warnhinweis: Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. Ja, als allererstes komme ich hier in einen Raum rein, der aussieht wie eine Art kleines Büro mit Schreibtisch und Regal. Ja, und hier an der Wand ist noch ein uraltes Bild von einer Frau. Und wir gehen jetzt einfach mal rein in das Gebäude. Und zwar ist das ein industrielles Gebäude. Das ist sehr groß, weithin sichtbar in der Stadt. Wurde offensichtlich als Reifenentsorgungsanlage genutzt, jetzt im Nachhinein, ne? Und hier liegt auf jeden Fall sehr viel Müll rum. Es ist eine Art Silo, würde ich mal behaupten. Hier sind so Schüttanlagen. Es ist aus der Zeit der DDR. Ja, gucken wir mal weiter rein. Die haben auf jeden Fall hier durch die Fenster überall so Reifen reingeschmissen. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, sollte man nicht machen, ne? Hier geht auf jeden Fall eine Leiter runter, da werden wir gleich mal lang gehen. Ja, hier war auch mal irgendwie was richtig Fettes, eine fette Anlage. Keine Ahnung. Da oben ist auf jeden Fall ein Silo. Seht ihr das? Ich wollte mal in diesen einen Raum hier gehen, weil das recht interessant aussah. Oh, hier kommt auf jeden Fall kalte Luft und es schallt. Ja, hier auf den Sockeln stand auch mal irgendwas hier. Sieht aus wie Belüftungsrohre hier, weil die kommen von draußen rein. Werden dann hier lang geführt und dann nach oben. Ja, oder das waren hier Silorohre, irgendwie sowas. So mit Kreide was an die Tür gemalt. Geht die Tür noch auf? Nein, die Tür geht nicht mehr auf. Sind einzelne Kelleranlagen hier. Da wird mal irgendwas gelagert. Oh. Und hier. VEB Juncalor Dessau. Was ist das denn hier? Zu wenig, gut, zu viel. Kartox. Ich weiß nicht, was Kartox ist. Baujahr 59, seht ihr? Ist schon ein bisschen älter. Gehen wir mal weiter. Ja, und hier sieht man auch gut. Hier wurde Entsorgung betrieben. Hier ist Dämmwolle. Oder Asbestwolle wurde hier entsorgt. Kostengünstig natürlich, ne? So ein Schwachsinn. Also wer sowas hier entsorgt, weiß ich nicht. Das ist schon wirklich nicht mehr feierlich. Ja, hier mal alte Motoren. Nur richtig ihren ganzen Müll hier entsorgt. So eine Schweinerei, ey. Hier geht auf jeden Fall auch eine Leiter hoch. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leitern hier haben. Aber die kann man nicht mehr benutzen.
Hier geht's wohl noch hoch. Hier geht's runter. Jetzt ist die Frage. Versuchen wir hier hochzukommen. Aber die Leiter ist natürlich für mich nicht mehr so günstig. Runter kommen wir wahrscheinlich. Hier die Leiter, die da unten steht hier. Ja, und hier ist ein Ofen. Das war mal ein Ofen. Hier haben die irgendwas gemacht mit diesem Ofen. So, ich bin erstmal runtergegangen. Das Problem mit dem nach oben gehen schiebe ich einfach auf. Und hier sieht man wirklich viele, viele Autoteile. Schrott und Müll wurde hier einfach entsorgt, ne? Das war vielleicht so. Naja. Hier haben wir eine große Kellerkammer. Das sieht mir schon fast aus wie eine Art Bunker. Und hier haben wir eine uralte Waage stehende. Die sieht ja krass aus. Und noch Paletten, die auch irgendwie irgendwas, irgendein Gerät, weiß ich nicht genau. Hier schallt es auf jeden Fall übelst drin. Und ja, das wirkt für mich wie so eine Art Bunker. Vielleicht war das hier ein Lager. Es ist auf jeden Fall sehr dunkel hier drin. Oh, hier liegt irgendeine Art Motor oder so. Der wurde aufgemacht, ja, mit dem Deckel. Das ganze Öl ist hier ausgelaufen, seht ihr das? Das ist hier eine uralte Anlage, ey. Richtig krass. Da unten überall Öl, dreckiges Wasser. Was ist das denn hier? So eine Art Brücke geht hier hoch. Hier sind vielleicht Förderbänder liegen hier rum. Ich weiß es nicht, das sieht komisch aus. Und ach, hier geht eine Treppe hoch. Das ist gut. Dann muss ich gar nicht diese klapprige Leiter hoch. Da bin ich ja ganz froh. Gut, dass ich erstmal unten war. Ach nee, da komme ich nur eins höher. Naja, mal gucken. Hier auf jeden Fall auch überall Müll. Ne? Also das ist wirklich eine Schande. Was die hier alles weggeschmissen haben. Ey. Aber Unmengen. Überleg mal, was die an Geld gespart haben. Das ist echt, das ist schon widerlich. Hier hängen mal Feuerlöscher. So, gehen wir mal hier hoch. Hoffentlich kommen wir auch wieder hier hoch. Hier nochmal der riesen Müllberg. Wahnsinn. Auch viel Spielzeug und so ein Kram. Leute, 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 sowas macht man doch nicht. Hier kommen wir schon mal hoch. Ach, hier kommen wir noch höher. Sehr gut. Hier ist sogar. Ach, hier ist der Keller. Das sehe ich, im Fahrstuhl steht Keller. Hier ist wahrscheinlich. Genau. Da ist wieder die Treppe. Keller, Aufzug. Steht hier nicht, wo man hier hinkommt. Klingel, Aufzug steht hier. Die Etagen sind schon verblichen. Ja, gehen wir mal hochgucken. Es wird vermutlich irgendwas mit Korn zu tun haben hier. Ich weiß es nicht. Boah, es geht auf jeden Fall noch bestimmt 5, 6, 7 Etagen hoch. Wahnsinn. Das ist krass.
Ach, nee, oder? Davor auch der Fahrstuhl. Hier geht's übelst runter. Sehr gefährlich, hier fehlt die Tür. Und da oben, da steht der Fahrstuhl. Aber der könnte noch höher fahren, seht ihr? Wahnsinn. Hier sind wir quasi auf der nächsten Etage. Hier ist die übernächste Etage. Ja, gehen wir mal hoch. Gucken mal, was uns so erwartet. Ich bin schon gespannt. Auf jeden Fall geht es hier so hoch, dass man wirklich einen Aufzug benötigt hat. Ne? Hier sind wir im ersten Obergeschoss. Gucken wir mal hier rein. Ich denke mal nicht, dass wir... Achso. Hier waren auch Silos vermutlich. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen mit den ganzen Löchern. Ist aber nur so eine Art kleiner Raum. Was könnte das denn mal gewesen sein? Ich weiß es nicht. Boah. Also wer hier runterfällt, das ist ja schon relativ beängstigend. Aber das geht ja bis nach ganz oben durch. Also wer von da oben hier runterfällt, der ist tot, kann man so sagen. Wir gehen erstmal weiter hoch. Ich bin schon ein wenig am Schwitzen. Gehen wir hier nochmal gucken. Puh. Da sind die ganzen Rohre. Und hier ist eine Anlage. Die steht aber nicht mehr richtig. Die stand mal hier, quasi auf dem Boden, hier so. Die wurde einmal auf die Seite gedreht. Und die hat, wahrscheinlich die hat Luft gezogen hier. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß ja nicht mal, was die hier produziert haben. Ist alles voll mit Taubenkot. Ja, und hier haben wir eben so ein großes Ding. Keine Ahnung, was das mal war. Schwer zu sagen. Fünftes Obergeschoss. Die anderen waren abgeschlossen. 4 und 2. Deswegen habe ich die übersprungen. Ja, und hier hat man fast dasselbe Bild. Nur wieder andere Rohre und Schläuche. Hier so ein riesen dickes Rohr. Lass das mal ein 800er sein oder 1000er. Und hier. Boah. Das ist ein gigantisches Rohr. Wahnsinn. Ja, gehen wir noch mal eins höher im 5. Geschoss. Wir gucken jetzt noch mal hier runter. Ich muss euch sagen, mir wird jetzt schon schwindelig. 5. Geschoss und hier geht's runter. Freier Fall. Übel. Da wird mir wirklich schon ein bisschen schummerig. Sechstes Geschoss, aber es geht immer noch weiter hoch. Das ist der Wahnsinn. Es ist quasi wie ein hoher Turm, Hochhaus. Ja, aber auch hier dasselbe Bild. Ein Vogel, da war ein Vogel. Da hinten ist ein Vogel, hört ihr den? Hier ist dieses große Rohr. Bis dann hier runter geht und da ist dann so ein kleines Rohr. So ein 200er oder irgendwas. Ja, wenn einer weiß, was das ist, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Das wird eine Mühle sein oder irgendwas. Auf jeden Fall ist hier auf der Seite auch eine Eisenbahn. Die werden hier irgendwas produziert haben. Dann per Bahn verschickt haben. Aber wir gehen jetzt versandt haben. So, nicht verschickt. Ist auch egal.
Und zwar hier. Hier kann man die Bahnanlage sehen. Die Schienen zumindest. Siebtes Geschoss und es geht immer noch weiter hoch. Hier ist jetzt ein riesengroßer Raum. Ganz vielen Rohren, die hier aus dem Boden gucken und hier wird irgendwas gestanden haben, auch Silos, irgendwas, keine Ahnung, vielleicht haben die hier was zusammengemischt oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin hier überfragt. Ja, das sieht mir aus wie so eine Art Filter. Hier ist wieder so ein Trichter. Das ist alles gigantisch hier. Hier ist das absolut gigantische Rohr. Keine Ahnung, das ist vielleicht schon ein tausender Rohr. Krass. Also ein Meter breit. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Wo sind wir hier nochmal? Sieben. Wir gehen jetzt ins achte Obergeschoss, Leute. Das ist absolut krass. Und es hört immer noch nicht auf. Es geht immer noch weiter nach oben. Wahnsinn. So, achtes Obergeschoss. Hier wird es wieder kleiner. Hier sind überall Löcher im Boden, aufpassen. Aber man hat hier schon eine gigantische Aussicht. Guck mal. Schön hier, wirklich. So, wir kommen jetzt ins neunte Obergeschoss. Fast 10 Stück. Hier endet. Hier kann man schon nicht mehr mit dem Fahrstuhl hochfahren. Der endet hier. Hier ist die Revisionsklappe, um den von hier aus zu reparieren. Theoretisch würden wir sogar aufs Dach kommen. Aber da hängt ein Schloss vor. Da kommen wir also nicht raus. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ist übelst hoch hier. Hier muss ich wieder aufpassen. Hier, der Raum ist eigentlich quasi leer, nur halt mit vielen Löchern im Boden. Oh, ist hier ein Wind. Hier ist der ganze Boden. Ich wollte erst sagen, zugeschissen, aber das ist nicht ganz der Fall. Ich glaube, da ist auch eine Menge einfach von der Decke runtergebröckelt. Obwohl ich das nicht genau sagen kann. Gucken wir uns nochmal den Aufzug an. Maschinenraum, Aufzug. Boah, die kommen auf jeden Fall Dreck entgegen. Nee, Fliegen. Ja, tausende Fliegen. Könnt ihr vielleicht nicht sehen, kleine Fliegen. Aber warum? Wo kommen die denn her? Von hier, von dem Kanister? Ekelhaft. Hunderte Fliegen kommen hier entgegen. Boah. Hier, guck mal. Boah, das ist alles voll mit Fliegen hier. Komm, was machen die denn hier alle? Seht ihr das? Widerlich. Boah. Das ist ja abartig. Was machen die hier? Das sind Obstfliegen oder sowas, aber irgendwie in Gelb oder Grün. Ganz komisch. Boah, gucken wir mal schnell die Maschine hier an. Auch ein schönes Stück. Das ist der Aufzug. Hier sieht es wieder hier aus. Das ist mir ein bisschen zu abartig. Die haben auch eine Art. Guck mal hier. Ich weiß nicht, ob das Netz von denen ist. Hunderte Fliegen. Boah, widerlich. Weg hier. Ich bin bestimmt. Boah. Auf jeden Fall kribbelt es mich überall. Ich weiß nicht, vielleicht sogar Fliegen im Gesicht oder so. Boah, widerlich. Das ist auf jeden Fall die Aussicht hier. Richtig geil. Trotz Fliegen, die mir immer noch ins Gesicht flattern. Boah. Komm ja durch die Klappe durch. Ich hole ab. Boah. Eklig. Mittlerweile interessiert mich mehr, was das eigentlich für Fliegen sind. Also wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Die sahen irgendwie komisch aus.
Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder nach unten, mal nach draußen. Da steht nämlich auch noch, steht ein LKW sogar, irgendwie so ein abgestellter, verlassener LKW. Und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Und da sind auch noch 3, 4 Gebäude. Ja, da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Das ist der Turm. Ich zeige ihn gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Da steht noch der LKW. Und hier haben wir dann halt so Gebäude. Ich müsste mich jetzt durch diese enge Tür hier zwängen. Mache ich jetzt aber nicht. Weil hier drin ist eh nur Müll. Seht ihr? Sich da durchzukämpfen. Dann rechts hier stehen noch hier so Dämmplatten. Keine Ahnung, auch wieder Müllentsorgung. Wir gucken uns jetzt erstmal hier LKW an und vielleicht mal die große Lagerhalle. Ich weiß nicht, vielleicht wird die noch genutzt. Ich denke nicht, dass wir da reinkommen. Da oben, ganz oben, ist das Fliegennest und da war ich gerade. Wahnsinn, wie hoch das ist. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich die Art des Gebäudes erkennen. Das ist eine Art Silo oder irgendwas. Ja, und hier ist der wunderschöne alte LKW voll mit Kunststoffplatten, Planen, keine Ahnung, schweres Gelumpe. Und hier steht irgendwas von 98, 6,6 Meter. Der sollte wohl mal verkauft werden, wurde dann aber nicht verkauft, ne? Schönes Teil. Das ist auf jeden Fall ein schönes Teil. Wir hier reinkommen? Nein, natürlich nicht. Halle kommen wir auch nicht rein. Oh, vielleicht kann man das sehen. Die diente auch nur zum Müllentsorgen. Ist abgeschlossen, alles voll mit Reifen. Mülldeponie ist das hier quasi. Ja, hier kann man mal einen Blick in den LKW reinwerfen. Der sieht eigentlich gar nicht so alt aus. Vielleicht wurde er nur zeitweise abgemeldet. Kann sein, dass der noch fährt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Alte Kaffeemaschine sehe ich hier auf dem Boden. Also so schlecht sieht der gar nicht aus. So, hier haben wir noch so eine Art Trafohäuschen. Gehen wir jetzt mal rein. Finger hängen geblieben. Na, hier wurde der Strom quasi produziert. Hochspannung. Absolut. Muss man auch überall aufpassen, weil diese Kabelschächte hier. So, hier kommen wir noch in ein interessantes kleines Gebäude. Kleines Haus. Ah, das sieht ja krass aus. Was ist denn das? Eine Großwaage. Hier war quasi das Pförtnerhäuschen. VEB, Volkseigener Betrieb Großwaage. Höchstlast 20.000 Kilogramm. Baujahr 1963. Wahnsinn, oder? Ja. Und hier konnte der Pförtner dann immer rausgucken. Hier hatte der seinen kleinen Schreibtisch. Ja, und hier hängt noch ein Zettel mit den Standardqualitätsanforderungen. Das sagt uns alles, was hier hergestellt wurde oder verarbeitet wurde.
Je nach Jahrgangseinflüssen können Sonderspezifikationen festgelegt werden, die zeitlich befristete Gültigkeit haben und schriftlich den Beteiligten mitgeteilt werden. Und zwar Brotweizen, A-Weizen, E-Weizen, Monopol, Roggen, Braugerste, Futtergerste, Wintergerste, Sommerfuttergerste, Hafer, Qualitätshafer, Schal, Mühlen geeignet, Mais, Futtererbsen, Ackerbohnen, Tritikal, da weiß ich wirklich nicht, was das ist, und Raps. Also das wurde hier alles gelagert, umverpackt und dann weggeschickt, versandt. So Leute, wir haben doch noch herausgefunden, um was es sich hier handelt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt fleißig in den Kommentaren mitgeschrieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult. Ciao mit V und schön mit Ö.